Hallenturnier hier in Dortmund mit Preußen Münster als einzigen Nicht-Bundesligisten. Fühlen sich die Preußen hier wohl? Doch, natürlich. Als Gründungsmitglied immer. Auch wir machen hier die beste Stimmung von Preußen. Die Halle ist ja ziemlich leer, aber unser Block ist gut besetzt. Also sieht ganz gut aus. Ja, es ist schon, man kann es ja leider nicht abstreiten, keine Alltäglichkeit gegen diese Mannschaften zu spielen. Und wenn ich mir dieses weite, leere Rund anschaue, sind die Preußen-Fans die einzigen, die großartiges Interesse daran haben. Ja. Woran kann das liegen? Was ist Ihre Meinung? Weil für die Erstliga-Clubs solche Duelle Alltag sind und für die Preußen nicht. Leider nicht, noch nicht. Preußen Münster hat in der Hinrunde zum Schluss ein bisschen geschwächelt, waren eigentlich immer schön oben dabei. Kaiserslautern 2 zieht ein bisschen davon. Was ist der Ausblick für Sie für die Rückrunde? Ja, ich würde sagen, wenn Sie in Lautern gewinnen, dann ist doch was drin. Dann können wir es auch schaffen. Ich hoffe, dass wir noch eine Aufholjagd starten. Schwer werden, aber ich glaube, so Lautern 2, die zweite Mannschaft mit sehr jungen Spielern, die hatten das nicht durch. Vielleicht wird es ein Kopf an Kopf mit Rot-Weiß Essen, aber ist natürlich schwer. Für Preußen ist auch alles drin, natürlich. Ja, und außerdem wird Lautern 2 ja gar nicht die Option wahrnehmen, aufzusteigen, womöglich. Angeblich, wenn die erste Mannschaft nicht aufsteigt, wollen die gar nicht aufsteigen, weil es zu teuer ist. Das heißt, die Chancen für Preußen Münster, nächstes Jahr drittklassig zu spielen, sind da? Ja, die sind verschwindend gering, aber jetzt, wo ich so besoffen bin, würde ich sagen, sie sind gegeben, klar, ne? Ja. Preußen, Münster!